Die erste Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen fand 1991 statt. Durch dieses Event wurde der Frauenfußball zu einem globaleren Event. Seit 2001 gibt es die Women's Champions League. Durch Austragung der nationalen und internationalen Wettbewerbe und der Professionalisierung der Vereine im Frauenbereich wächst die Aufmerksamkeit, die der Frauenfußball bekommt, stetig. Doch im Vergleich zu den Männern ist die zugutekommende Aufmerksamkeit vergleichsweise deutlich geringer. Doch in diesem Jahr wird ein neues Element für den Frauenfußball dazukommen, welches dafür sorgen wird, dass der Frauenfußball boomt. Um was für ein Element es geht, habt ihr bereits im Thumbnail gesehen und auch bestimmt schon von gehört. In diesem Jahr können nämlich Frauen im Ultimate-Team-Modus von EAFC, früher bekannt als FIFA, ins Spiel aufgenommen werden. Allein dieser Fakt hat schon für extrem viel Gesprächsstoff gesorgt, denn das Thema polarisiert. Einige argumentieren, dass die Idee unrealistisch sei, Frauen und Männer in einem Team spielen zu lassen, und finden den Move deshalb eher schlecht. Die Befürworter hingegen finden, dass der Modus Ultimate Team sowieso nicht von seiner Nähe zur Realität lebt und finden es deswegen okay. Unter den Kritikern befindet sich auch der bekannte Streamer Montana Black, der die Integration von Frauen und Männern in einem Team kritisiert hat. Ich persönlich freue mich für die Frauen in der Fußballwelt, dass sie in einem so super Spiel wie FC24 vertreten sind. Ich finde es aber quatschig, dass man Frauen und Männer zusammen in einem Team spielen darf, denn wir wissen alle, eine Erstligamannschaft der Männer knallt eine Erstligamannschaft der Frauen easy peasy weg. Ich würde mir eher wünschen, nur Männer in den Packs zu ziehen, weil die Erfolgschance, jetzt bessere Spieler zu ziehen, männliche Spieler, dadurch noch sinkt. Auch der Streamer iShowSpeed erregte Aufmerksamkeit, indem er sich über das Ziehen von Frauen gewundert hat. England! Left back! Oh mein Gott! Mayday! Mayday! What the fuck? Is that a girl? Generell sorgte diese Implementation von EA für dutzende polarisierende Statements von Streamern. Also ich finde es auf jeden Fall low, dass sich Leute geisteskrank darüber aufregen. Die sind jetzt wochenlang genervt, weil sie eine Frau aus dem Pack ziehen. Völlig übertrieben. Irgendwelche 52 Jahre alten Haralds regen sich so krass auf, dass da jetzt Frauen rumlaufen, dass deren ganzes Leben gefühlt vorbei ist. Stellt euch mal vor, von all den Karten, Ratings, die wir hier haben, sind diese beiden Karten die krassesten ZM-Karten in diesem Game. Aber ehrlich, ich find's zu viel. Ich find's ehrlich zu viel. Da darf doch gerne ein bisschen mehr Verhältnismäßigkeit rein. Doch wie dem auch sei, Frauen finden von nun an in Ultimate Team statt. Und die These ist nun, dass durch diese Neuerung der Frauenfußball über die nächsten Jahre erheblich an Relevanz gewinnen wird. Warum? Momentan sind für den Großteil der Fußballfans die meisten Namen der Frauen eher unbekannt. Man weiß nur sehr wenig oder gar nichts über sie. Die geringe Aufmerksamkeit, die dem Frauenfußball zugutekommt, zeigt sich allein schon dadurch, wenn man sich die durchschnittlichen Zuschauerzahlen der Männer- und Frauenbundesliga anschaut. Über die letzten 10 Jahre sammelten die Herren durchschnittlich 43.000 Zuschauer, die Damen hingegen nur etwa durchschnittliche 2.000. Seit Corona gab es zwar in diesem Punkt einen starken Anstieg, doch der Wert ist weiterhin im Vergleich zum Männerfußball sehr tief. Doch das wird sich ändern. Durch FIFA haben sich über die Jahre sehr viele Fußballfans ein breites Fußballwissen angeeignet. Nur durch FIFA kennen viele den Fußballer Dumbia, der 2015 bei AS Rom spielte. Und nur durch das Spiel können viele Fußballfans sagen, ja klar, Dumbia ist der schnelle Stürmer von AS Rom aus der Elfenbeinküste. Auf den Flügeln von AS Rom, da waren Gervinho und Ibabo. Und Hulk wissen die meisten. Flügelspieler, breit und extrem viel Schusskraft. Und Bolasie und McGiddy sind die zwei trickreichen FIFA-Star-Skiller. Und. Das ist ziemlich tiefes Fußballwissen. Und das hat man sich nur durch das Spielen von FIFA angeeignet. Tiefes Fußballwissen, was sich mit dem Release von EAFC nun auch auf den Frauenfußball erweitert. Man zieht beispielsweise eine Frau mit guten Stats oder eine Spielerin mit 5-Star-Skills. Für dein Team findet sich dann auf einmal eine OP-Spielerin. Vielleicht sogar eine extrem gut spielbare Special Card. Millionen Menschen kommen also schlagartig in Kontakt mit dem Frauenfußball. Und durch das Spielen baut sich dann eine gewisse Sympathie zu diesen neuen Spielerinnen auf, ähnlich wie damals eben mit Dumbia oder Bolasie. Eins führt zum anderen und man schaut sich mal eine Skill-Compilation an oder folgt den Spielerinnen auf Instagram und wird Fan von ihr oder des Vereins. Dadurch erlangt der Frauenfußball Vermarktungspower.
Es werden mehr Tickets und Trikots verkauft, dadurch werden sie für die Firmen interessanter, bekommen bessere Deals und durch diese Mehreinnahmen werden finanziell und sportlich neue Möglichkeiten geschaffen. Ein beachtlicher Teil der Fußballfans hätte vor FIFA sicherlich nicht gewusst, auf welcher Position und wie gut bekannte deutsche Fußballerinnen wie Alexandra Popp, Jule Brandt oder Lena Oberdorf sind. In diese Liste kann sich auch Alicia Lehmann einordnen. Der Großteil kennt zwar die Namen, aber es fehlten Hintergrundinformationen. Und nun bereitet EA diese auf und Fußballfans werden das nun spielerisch verinnerlichen. Die Relevanzsteigerung durch FIFA wird seine Zeit brauchen. Aber wenn Frauen nun für immer ein fester Bestandteil im Ultimate-Team-Modus sind und die Zusammenarbeit ein Erfolg wird, könnte das marketingtechnisch der größte Erfolg für den Frauenfußball jemals sein. Ich bin auch echt gespannt, welche Musik diesmal mit EAFC rauskommt. Denn eigentlich sind die FIFA-Songs immer extrem gut. Im hier links verlinkten Video haben wir das mal unter die Lupe genommen und erklären, warum diese Songs immer so gut sind. Schaut es euch gerne an. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Sonntag bei der Fußballtalk. Ciao.